irgendwo haben sie so rumgeflaxt, Mensch, und vielleicht fällt da so eine Goldkette ab oder so. Naja. Ne? Ah, wo bist du vorher? Wo bist du vorher? Hier, bei Ihnen hier. Nein, bevor du hier angeheuert hast, wo hast du da gefahren? Auf Fischdampfer. Achso, und wo? Ja. Zuletzt vom Cuxhaven, sonst hier in Hamburg, ne? Aber hier gibt es ja keine mehr. Achso, und wie lange? Fischdampfer Louis. Ja? Ja, ich bin 20 Jahre genau. Aber jetzt bin ich im Hafen, du nimmst auf, ne? Ja. Ja, jetzt hör auf. Wieso? Nee. War hier, als wir auf Wale gegangen sind. Da habe ich auf Norwegen gefahren, Walfänger. Da jagten wir die Wale da. Blutüberspritzt sind wir dann schlafen gegangen. Das hat uns nicht gestört. Und gestunken hat das. Dieses scheiß Wale, da stinkt. Aber wir machen es gut für die Knochen. Und für die Zähne. Was man auf Azoren, die Inseln, das sind Fische, die du fängst, die kannst du roh essen. Wir haben einen rausgeholt, Einheimische zu essen. Ne? Und ich guck, was macht er, den Kopf abgeschnitten. Ich sag, Mensch, Edi, guck mal hier, der frisst den Fisch roh. Das muss ich auch. Kopf ab, Mensch, tatsächlich, der schmeckt gut. Und rohe Fische gefressen. Schluss, Ende der Vorstellung jetzt. Das war nun. Naja, die hatte eine Havarie jetzt gehabt, ne? Da haben wir in Südamerika gelegen. Und die alle weiße Anzüge, du arschnittig. Und wir in Lumpen gekleidet, du langes Messer alles alte. Du nimmst wieder auf, du. Einmal Scheiße, ja. Das war gut, du. War ganz prima. Ja, frische Luft. Na, nun, nimm mal nicht so gelacht. Es gibt ja mal einen Exhalung von uns. Das würde ich gerne. Ja, gut. In den Hafen reingefahren, da waren Lastwagen so verdeckt und Leute, Militär mit MP, jetzt ungelogen. Leute mit MP, ne, zack, so Bänke, die Lastwagen Bänke links und rechts. Okay, die haben es nicht so bedroht, aber die MP hatten sie locker so runterhängen. Ne? Natürlich nicht Handschellen und so, wir waren ja keine Dings hier da. Wir waren Schiffsflüchtige. Und dann so nach eine Woche waren wir abgeschlossene, getrennte Dings, keine draußen, keine Verbindung. Und nach einer Woche haben wir dann Klamotten bekommen. Russische Klamotten, Schuhe, dicke Specksohle, zack, rote Plove alle und so helle Jeans. Einheitlich alle, das mal erkennen, wenn wir uns bewegten in der Stadt, damit man das auch jeden immer erkennen konnte. Ne? Aber sonst haben sie uns gut behandelt, war echt klasse. So, Ende der Vorstellung. Im Monat wurde das Schiff gehoben, dann kam ein norwegischer Schlepper und hat uns geschleppt bis nach Travemünde, über die Schären Norwegen, das war eine schöne Reise. Und dann nach Travemünde und da war natürlich den groß Presse, warum, wieso, Spionage im Osten, die haben gleich gesagt, hier, wir haben Spionage getrieben. Oh Mann, und ich als Decksjunge, du. Ich als Decksjunge in erster Reihe. Ende der Vorstellung. Das Fenster, mach das bitte auf und dann eine Leine nachher festmachen, ne? Okay. 160, die Berolina von Orion, Reit und Co. Okay, letztes Schiff ist abgesoffen. Bei meinem letzten Schiff bin ich eine Woche vor abgemustert. Da kam ein neuer Steuermann, da bin ich als Steuermann gefahren. Da kam ein neuer Steuermann und der Steuermann ist leider mit dem Schiff abgesoffen, ja.
in der Nordsee. Welches beides? Das war, oh, muss ich überlegen. Moment, stopp. Nebel. Im Nebel, ne, kam einer auf uns zu, ein Schiff. Wirklich. Und das ging um ein paar hundert Meter. Ich runde. Die Mannschaft wollte weggehen. Wieder hoch. Du, und gerade so vom Kurs, gerade so ein, zwei Grad geendet, das ging gerade so klar. Wir haben zwei Stunden lang die Hände und die Füße gezittert. Du konntest sie festhalten, das Ding ging weiter, wirklich. Da haben wir innerhalb von zwei Stunden drei Kannen Kaffee gesoffen. Oh Mann, du. Das war wirklich Angst. Die Angst, die Angst, das ist ein Nervenversagen. Das ist Angst. Im Summe kann er sagen, ich kenne keine Angst. Ich habe keine Angst. Das gibt es nicht. Ja. Für gewissen Preis ziehe ich mich auf. Scheiße, ich muss mal so einen Meter geben. Hier? Moment, Donny! Donny! Genug Schlauch hast. Samstag. 180. Sag's ihm, 180. 180, let's go! 180 oder was? Marsch! Ölmarsch! Nee, du, 180! Sag mir Bescheid! Weil du da schlecht reingucken kannst. Lass mich mit dem Brand auch noch ein vorne stehen für deine, oder? Gelaufen!